man heute versucht, die Maisernte fortzusetzen. Leider vergeblich. Die Technik, die moderne Technik mit ihren großen Maschinen, musste auch heute wieder vor der Natur kapitulieren. Auch auf einem anderen Acker, den ich erst im gestrigen Film schon gezeigt hatte, hat man versucht, die Arbeit fortzusetzen. Auch das hat nicht geklappt. Dann wollte man hier anfangen. Das ging ebenfalls nicht. Es hat auch nachts noch weitere Schauer gegeben. Heute allerdings kaum noch. Aber die Böden sind eben so weich, dass das eigentlich aussichtslos ist. Auch heute, wie gesagt, am Himmel wechselnde Bewölkung. Aber schon wesentlich mehr Sonne. Wie gesagt, es wird sich jetzt zum Wochenende ein bisschen beruhigen und wohl auch recht schön werden, aber recht kühl. Aber die Ernte, die wird man wohl erst dann fortsetzen können, wenn der Frost einsetzt. Wenn also der Boden richtig gefroren ist, dann besteht eigentlich überhaupt noch eine Chance. Aber wie gesagt, wenn man sich das hier anguckt, dann sieht man eigentlich schon, dass es aussichtslos ist. Versucht es jetzt auf diesem Acker. Das besser zu funktionieren, aber alles wird man wohl nicht abernten können. Auf jeden Fall sieht man hier deutlich, welche Probleme die Ernte in diesem Jahr bereitet, aufgrund der vielen Regenfälle. Ja, und ich stehe jetzt hier auf einem Zuckerrübenfeld. Auch das steht noch zur Ernte an. Das wird wohl auch noch massive Probleme bereiten. Wenn man sich das hier anguckt, wie uneben das Feld ist, also hier teilweise sehr tiefe Gründe, das wird noch arge Schwierigkeiten bereiten. Und im Moment zieht da auch wieder ein dicker Schauer rein. Also im Moment sieht es noch nicht so aus, als ob das Wetter so unbedingt besser wird. Mal abwarten, was am Wochenende passiert. Ja, und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.